Willkommen in Melbourne. Das Training für den großen Preis von Australien dieses Wochenende fängt gleich an. Die Vorbesprechungen sind vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Fahrer zeigen, was sie drauf haben. Genau. Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten von wahrscheinlich zwei Folgen. Also sehr viel zu tun. Worauf sollte man denn achten, wenn man fürs freie Training in das Auto steigt? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ins Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Darf ich jetzt reden? Danke. Damit hallo und herzlich willkommen zur ersten von wahrscheinlich zwei Folgen Formel 1 2016. Und zwar die Demo bzw. die Testversion, die es ja kostenlos gibt. Wir fahren heute im Albert Park in Melbourne in Australien. Das erste Formel 1 Rennen quasi der Saison. Das glaube ich immer so im März stattfindet. Wir gehen mal ins Training. Das ist auch im quasi Gewinnerauto von 2016 von Nico Rosberg vom Team Mercedes. So, das alles ist mir ziemlich egal. Ich will. Genau, geht zur Strecke und wir fahren natürlich raus, ja? Wie es auch in echt auch ist. Die Runde geht natürlich schneller, ist einfacher, aber wir machen es mal richtig. Ich hätte mal Bock hier rauf. Natürlich auch wieder mal mit Lenkrad. Beim ersten Mal, glaube ich, 10 Minuten gebraucht, das alles zu. Oder nee, 20 Minuten, das alles hier einzustellen. Weil er die Schaltwirkung erkannt, aber den Rest irgendwie nicht. Das ist ziemlich blöd, wenn man damit Rennen fahren will. Naja. So, wir fahren aus der Box raus, in diesem wunderschönen AMG. Man sagt ja tatsächlich von Petronas. So, Boxenausfahrt ist ja noch automatisch. Aber gleich bremsen. Drücke ich schon mal rauf. Natürlich hier mit Schaltung selber, ne, klar. Die Traktionsmotoren habe ich noch an. Die habe ich auch voll erstmal. Ich kenne das Spiel halt auch nicht groß. Sonst, ja, Idealien, der braucht man natürlich nicht, ne. Strecke kenne ich ja noch ein bisschen. Ich habe ja schon mal F1 gespielt und zwar damals den 2011er Teil. Den habe ich so, glaube ich, bis 2013 gespielt, also seit 4 Jahren endlich mal wieder Formel 1. Und es ist einfach, es fühlt sich richtig geil an. Jetzt auch mit Lenkrad finde ich sehr gut. Weil ich habe das schon mal mit dem Controller gemacht hier. Die Demo. Aber das ging überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich keine einzige Runde ohne Unfall geschafft. Weil auf der Lenkung, die war viel zu empfindlich, das war richtig scheiße. Also mit Lenkrad, das ist schon, es geht deutlich besser. So, erstmal die Strecke ein bisschen kennenlernen. Wieder lange nicht mehr gefahren. Das war eine ziemlich geile Strecke. Ich würde sogar sagen, eine der geilsten Strecken im Kalender. Ich mag die einfach mega. So. Zack. Ein bisschen abkürzen. Ein kleines bisschen darf man ja. Deutlich zu stark, ne? Das kriegen wir auch eine Strafe. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Da kann man im Training überhaupt schon Strafen bekommen? Ich weiß gar nicht. Ja, eigentlich schon, ne? Und das ist eigentlich nirgends abkürzen, auch wenn es nur Training ist. Ich muss trotzdem die Streckenregeln beachten. Und die sagen, bleib auf der Strecke und nicht irgendwie abkürzen oder. Ich glaube auch fürs zu weit rauskommen ist auch eine Strafe, ne? So, hier haben wir wieder DRS. Mal anschalten. So. Schon wieder über 300. Oh, ein bisschen spät. Macht nichts. Das war so 5 Runden oder so testen. Danach kommt noch das Blitz-Qualifying und dann das Rennen mit 25% Renndistanz. Das sollte erstmal reichen. Komm rum. Ich denke mal, diese Folge Training und Quali. Nächste Folge das Rennen. Noch mal wegen Formel 1. Das ist ein 16er Teil. Das nehme ich jetzt gerade auf am 24. August und morgen, also am 25. kommt schon der Nachfolger raus. F1 2017 offiziell. Und es gibt schon viele Let's Plays auf YouTube, haben schon viele vorher bekommen. Wie auch immer. Aber er kommt morgen raus. Also fast genau ein Jahr. Nee, fast genau. Entschuldigung. Fast ein Tag vor der neue Teil erscheint. Aber so gesehen ist es noch der aktuellste Teil. Weil der neue Teil ja offiziell noch nicht draußen ist. Ich mache ja gerade Scheiße. Also habe ich noch den neuesten Teil der Serie. Ich fahre Formel 1 eigentlich auch ziemlich gerne. Hätte ich auch eigentlich gerne einen Forza, diesen einzigen Formel 1 Wagen, und der fährt sich da irgendwie nicht bescheiden. Vor allem ohne Verhalten, das ist dann schon echt hart. Bei Traktion hat er so gut wie gar keine.
Bestleistung von Formel 1 ist ja eigentlich einer der schnellsten Rennserien der Welt. Das sind schon richtig krasse Dinger. Wenn ich die früher besser fand, als früher, wenn ich die Zeit vor allem ohne Turbolader und diesen Mini-Motoren. Das ist ja absolut furchtbar, finde ich. Das ist für mich kein Formel 1. Das müssen laute, schreiende Saugmotoren sein. Die können ruhig, die müssen ja nicht so riesig sein. Die müssen nicht hier 6-Liter-Motoren oder so sein, aber wenigstens noch die alten V8s, 2,4-Liter-Motoren. Die waren noch okay. Am besten waren die V10, würde ich sagen. So um die, naja, so 2004 rum. Vor allem, das war geil. Finde ich am geilsten zumindest. Noch so schön noch gedreht haben. Ich meine, der dreht auch noch hoch für den Motor. Ich meine, viel höher als die meisten Straßenautos. Bis um die 12.000 dreht er hier, der Kollege. Das ist schon echt viel. Aber halt hört sich an wie ein Staubsauger. Das finde ich gar nicht gut. Das ist ja doch schon was. Ist ja, glaube ich, 2018. Kommt auch noch so eine Art Bügel noch vor dem Fahrer. Vor das Cockpit da. So ein komischer. Ja, kann man das Bügel nennen? Hat sich nicht hässliches Teil. Ich kann ja mal so ein Bild einblenden. Ich weiß nicht, wer sie das hat einfallen lassen. Sieht aber so behindert aus. Also, die haben wohl Tomaten auf den Augen, die Leute, die das sind. Ich meine, das mag vielleicht sicher sein oder so, aber es sieht mega scheiße aus. Das kann man doch nicht machen. Nein, das macht man nicht. Das ist so, als wenn du in Forza auf dem Auto, auf die meisten Autos, einen Forza-Spoiler drauf machst. Sieht auch scheiße aus. Mag vielleicht was besser machen. Sich der Wagen besser einstellen, besser fahren, das mag sein. Das sieht komplett kacke aus. Das mag ich halt nicht. Komm rum. Wo war sie? Ich war Startziel. Ganz enge. Hallo, rumkommen. Oder auch nicht. So, das war meine Schuld. Fünf Platz Gridstrafe. So unfair. Ah ja. Wenn die Runde wird eh nichts mehr, hab ich eh versaut. Start und Ziel. Die nächste vielleicht. So. Das ist sehr angenehm fahren, muss ich sagen. Ich hätte das viel schlimmer erwartet. Mit Controller war es ja für mich, also für den Fehler, war es ein reines Desaster. Weil die Lenkung, die war wirklich, die war absolut furchtbar. Ich habe das entweder falsch eingestellt oder was auch gut sein kann. Komm aus dem Gras hier raus. Es war aber echt absolut furchtbar. Es war viel zu empfindlich. Und nicht mal wirklich, wenn man auch leicht gelenkt hat, so ein bisschen wie ein Forza, aber gerade wenn du dann ein bisschen lenken willst, dann geht der Wagen komplett nach links und rechts. Das ging überhaupt gar nicht. Also mit Lenkrad, das ist schon ziemlich in Ordnung. Vor allem mit dem Gewinnerwagen natürlich, ne? Vor allem Gewinnerteam natürlich auch von der Konstrukteurswertung. Mercedes auch gewonnen. Ich glaube, sind die gerade überhaupt erste an der Konstrukteurswertung, Mercedes? Ich weiß gar nicht, aber das ist Ferrari. Mein erster ist ja aktuell, glaube ich, Vettel. Dann also mit 20, 30 Punkten ist ja Hamilton wieder. Der ist ja auch seit 2013 extrem gut. Ich glaube, Mercedes ist trotzdem gerade zur Festwertung, dass sie der Erste sind. Bei Bottas ist ja auch nicht schlecht, der ist glaube ich auch auf dem dritten oder vierten Platz. Wer ist eigentlich jetzt Vettels Teamkollege? War das nicht Raikön oder so? War zumindest 2016 so. Und ich gucke eigentlich fast gar keine Formel 1 Rennen mehr. Weil, halt auch wegen diesen Motoren. Die früher richtig gern geguckt, eigentlich so wie jedes Rennen. Eigentlich seit diesen Turbomotoren, das, nein. Das tue ich mir nicht an. Da hört sich mein Corsa fast genauso gut an. Muss ich leider sagen. Traurig, aber wahr. Also für mich ist Formel 1 auf jeden Fall am Sterben. Warte. Controller ging wieder aus. Und ohne Ton fahren ist bei Formel 1 nicht so gut. Habe ich mal gehört. So. War das der Ton wieder da? Jetzt. Ja, aber ich bin schon mal deutlich besser als mit dem Controller. Das ist wirklich. Das ist ganz anderes. Das hast du nicht in Project Cars. Das habe ich auf dem Controller gespielt. Da war ich auch wirklich gar nicht gut. Ist auch nicht schön. Aber ich bin mit dem Lenkrad da schon auf jeden Fall besser. Kommt auch das Auto an. Das macht wirklich auch viel mehr Spaß mit dem Lenkrad als mit dem Controller. Mein Controller ist chilliger. Das ist nicht so anstrengend. Mein Lenkrad ist halt geiler. Das ist halt auch wie im echten Leben. Das ist viel, viel geiler. Und halt eigentlich auch viel genauer.
Ich denke mal, F1 Sport und so sind auch Spiele, die halt nicht fürs Lenkrad speziell gedacht sind. Das sind eher Spiele für Controller, dass es dafür eher programmiert wurde. Und das ist auch meistens, denke ich mal, mit Controller eher schneller. Zum Beispiel in Forza. Forza 7 vielleicht nicht, dass er wieder mehr Richtung Simulation geht. Immer noch keine Hardcore-Simulation, das war eigentlich Forza Motorsport noch nie wirklich. Das, ich würde sagen, trotzdem eher noch so Simcade. Kein Fehler, ist gar nicht gut. Auch trotzdem schon näher an der Simulation dran als Forza Horizon zumindest. Das deutlich. Das ist auch gut so. Ich glaube, jedes Jahr nur Horizon würde ich nicht können. Auch mal ein bisschen Abwechslung. Vor allem viele geile Rennfahrzeuge, die hoffentlich nächste Woche vorgestellt werden. Diese Woche war ja die 6. Garage Week in Forza, die 6. Car Week. Da wurden ja, glaube ich, die Inhalte des VIP-Carbacks vorgestellt. Naja. Muss man grob zu sagen, es sind eigentlich nur Horizon Editions. Oder jetzt in Forza 7 heißen sie ja Forza Editions. Ist aber an sich nichts, irgendwie keine neuen Autos, jetzt wie in Horizon 3. Jetzt wieder F12 TDF oder Aventador oder Regera. Sind eigentlich nur alte Autos von Forza speziell getuned. Mehr ist es eigentlich nicht. Das sind das Pendant zu Horizon Editions in Forza Horizon 3. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber ist mir egal. Ich hab Ultimate denn sowieso. Also, ich kann das egal sein. Bin die VIP-Autos eh nicht so groß gefahren an Horizon, auch wenn sie richtig geil waren. Das hat man sich bei allen DLC-Autos so. Ich steige meistens eher dazu, die normalen Autos zu fahren, die auch im Spiel selber drin sind. Und nicht so oft DLC-Autos fahre. Ich weiß nicht warum. Und ist ja einmal gerade gar nicht mal so scheiße. Oh, ist war knapp. Das war mega Spaß hier. Finde ich schon ziemlich nice. Nein. Viel Zeit gut gemacht. Jawohl. Ja, ist auch ganz gut. Und wenn ich so jetzt eine Runde auch im Rennen fahren würde, ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und seht ihr jetzt. Noch vor Pascal Wehrlein. Ist auch ein deutscher Formel 1 Fahrer. Ich glaube auch die Thermo und sowas hätte er auch eigentlich. Ja, auch eine Zeit lang, ich glaube 2015 war der noch Testfahrer. Bei, war das bei Sauber? Ich glaube bei Sauber. Jetzt seit 2016, sorry. Ist ja wirklich direkt bei Manor, glaube ich. Manor Racing. Ist ja nicht besonders gut, also in der Formel 1, ne, das heißt schon was. Hab nicht viele da die Fähigkeiten damit zu fahren. Das ist schon was Besonderes. Aber nicht so einer, der immer auf dem Treppchen steht. War ja, glaube ich, noch nie. Ich glaube, ich auch nur so 10 Punkte oder so. Aber immerhin, wenn er fährt Formel 1, das ist ja auch schon was. Ja, schön gemacht, die Kurve. Ja, ich fahre mich langsam so ein bisschen ein auf der Strecke. Der Albert Park. Wunderschön Australien. Quasi von Australien Horizon wieder nach Australien in ein etwas anderes Gebiet. Obwohl, ich glaube, Horizon spielt da so ein bisschen wie New South Wales, im Bundesstaat. Und da ist ja, glaube ich, auch Melbourne. Und es sind halt auch so ein paar Bundesstaaten. Northern Territory, Queensland und sowas. Hauptstadtdistrikt. Sowas alles. New South Wales gibt es ja auch. Oder war das hier in Victoria oder so? Ich weiß gar nicht. Ich kenne die Distrikte gar nicht mal so genau. Aber wird nicht mehr so gut. Gute 0,4 Sekunden langsamer. Oder 0,5. Ja, langsam? Ich bin gar nicht mal so kacke. Ich will auch gar nicht Erster werden, um Gottes Willen. So, hier wieder voll einschlagen. Sehe ich bei vielen Kurven mich sehr weit einschlagen mit dem Lenkrad. Was ist bloß an, dass hier keine 900 Grad? Das wäre furchtbar. Viel weniger. Ich würde sagen, nicht mal 360 sind das hier. Ein Lenkeinschlag, den du wirklich benutzen sollst und auch kannst. Ja, sorry, Grosjean. Ich wollte dich nicht behindern. So, wir machen jetzt noch bis zur 10. Runde. Ich guck mal kurz auf die Aufnahme. Ja. Oh, das ist knapp.
Ich mache noch 3 Runden, also bis zur 10. und dann mache ich noch Qualifying. Ich meine, das ist gerade erst Training 1, das weiß ich. Ich mache auch nur ein Training. Ja, dann beide überspringen wir. Dann 10 Runden sollten erstmal reichen. Bonjour. Das war ziemlich blöd. Naja, Runde sowieso gegessen. War es wirklich mal eine andere Erfahrung. War was ganz anderes als Horizon. Wo man eigentlich quasi kaum Rennwagen fährt. Das ist schon ein ziemlicher Rennwagen. Natürlich auch keine Hardcore-Simulation hier. F1. Ich glaube, es wäre eher sogar ein Arcade-Spiel. Oder was ist denn Kate? Bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist einfach zu früh. Hellgarden. Da verliere ich schon viel Zeit. Darauf macht das DRS nutzen sollte ich. Das hilft ja auch ziemlich. Da habe ich mich ein wenig überbremst. Aber noch gerade so gerettet. Komm rum. Ich finde aber Schalten voll Spaß, finde ich. Ich werde schön spät schalten. Also der Anzeiger da unten läuft mich gar nicht. Ich schalte sowieso eigentlich fast in jedem Spiel nach Sound. Nach Motorsound. An dem erkenne ich, wann ich schalten muss. Wenn der Anzeiger unten denkt, da ständig bei mir. Das ist mir aber sowas von egal. Schalt, wann ich will. Ich kann auch eigentlich in keinem Spiel mit Automatik fahren. Dann fahre ich mega schlecht. Das kenne ich irgendwie nicht. Kann ich machen, wie er möchte, klar. Aber das geht gar nicht. Und Ideallinie ist sowieso unnötig. Muss ich auch halbwegs so merken. Gott. Ja, aber schönes Ende hier. Der Wagen sehr, sehr gutmütig zu mir. Ja. Und auch gegessen. Hier ist er sowieso. Der DS anmachen. Das war nicht so gut. Na, gut zu überholen. Lass es lieber. Ein bisschen früh eingelenkt. Schon ein bisschen besser genommen. Und vom Gas gehen. Das braucht man gar nicht. Hier muss man auf jeden Fall vom Gas hin und bremsen. Und da war sowieso versaut. Ich werde auch wahrscheinlich während des Rennens ein wenig weniger reden. Mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Aber das hilft ungemein. Weil eigentlich je mehr ich rede, desto schlechter fahre ich. Wie man das auch gerade sehen kann. So, ganz gut hier in Kurven genommen. Na, Mist. Ja, soweit ganz gut. Ja, ja, mache ich.
Soweit, so gut die Runde. Für einen Nacken. Das war echt gut. Viel besser, fast 2 Sekunden sogar. Aber, jawohl. Geht doch. So, ich fahre jetzt in die Box die Runde und der bremst. Ach, der fährt rein bei mir. Gerade auf dem 12. Mhm. Ja, der ist wieder. Ich hätte mit was Schlimmerem gerechnet. Oh Gott. Ja. Ich muss auf jeden Fall in die Box. Dadurch das Qualifying wird in der nächsten Folge das 25% Rennen. Das müssen denn, wie viele Runden sind das? Also das Rennen ist ja bei der Formel 1 so um die 300 Kilometer lang. Die Strecke, wie lang ist die? Boah, 5,5, schätze ich jetzt mal. Das war so gute 60 Runden, also ein Viertel davon 15 Runden. Grobe Schätzung. 15 bis 20 Runden. Das ist schon nicht gerade wenig. Also auf jeden Fall mehr als im Training. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, ich komme noch rein. Mein Gott. Oh. Den Wagen nochmal gerettet. So. Die Boxen einfach nicht verpassen. Das ist mir schon öfters passiert. Also im Forza zumindest. Oh! Ja, ich war schon sehr nah dran. So, jetzt noch Computer alles. Ist der Boxen auf Hilfe an. Muss ich quasi nichts machen. Muss da warten. So. Dann schieb mich mal rein. So, und. Jawohl. Piep. Piep, 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 piep. So. Ich stehe wieder drin. Krieg meinen Computer, meinen Bildschirm. Dann sehen wir uns gleich im Qualifying wieder. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Das hoffe ich doch. Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Oder Gefahr für einen Dreher. Der nicht so schön wäre. Dieser einen Runde, die wir jetzt haben. Park-Fern-Reglement. Sobald das Auto die Boxengasse verlassen hat, können während der verbleibenden Qualifying-Session nur Anpassungen an Frontflügeln und Änderungen im Benzinstand durchgeführt werden. Ja, bla bla. Ja, wir müssen, denke ich mal, einmal tanken währenddessen. Wir fahren mal raus. Ist besser. So, Heizdecken abmachen. So, die Reifen auch schön warm. Auch schönen Grip haben, hoffentlich. So. Da ist noch einer draußen. Ist aber genug Abstand zu dem, denke ich mal. Ja, lass uns loslegen. Die roten Reifen, das müssen noch die Super Soft sein. Also die ganz weichen. Für optimale Rundenzeitergebnisse. Und die verschleißen ja auch ziemlich schnell. Die gelben waren, glaube ich, die härtere Mischung. Die halten länger, sind aber auch ein wenig langsamer. Wir haben uns halt noch, glaube ich, Intermediates und Regenreifen. Werden wir hoffentlich nicht brauchen, weil wir sind in Australien. Da regnet es eigentlich nicht so oft. Aber noch nie einen Regen in Australien gesehen. Bei der Formel 1. Bisher immer eigentlich Sonnenschein.
mal ein bisschen einfahren. Ich habe übrigens mit einfachen Sonde gemacht. So. Schön, wenn ich los auf der Strecke, finde ich sehr gut. Dass ich quasi meine Ruhe habe. Aber hinter mir ist wieder einer. Also auch nicht zu langsam fahren. Doch am besten während der Qualifying-Runde nicht abkürzen, die Strecke verlassen, weil dann ist man eigentlich sofort letzter. Das ist Rundenzeit ungültig und ist meistens letzter. Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft, schätze ich mal. So, gleich geht's los. Runde läuft. Ja, es muss so. Müssen wir erst noch haben. Immer ein bisschen zu wenig als zu viel wollen. Das ist echt ein bisschen langsam. Ich hoffe mal so 10. bis 15. wäre schon nicht schlecht. Oder wäre ich zufrieden im Qualifying. Im Rennen wäre natürlich Top 10 am besten. Aber wir werden sehen. Nein! Gar nicht gut. Die Runde ist gelaufen, dann sage ich mal lieber 15. bis 20. Ohne unsere Gridstrafe. Ja, auch ein bisschen weit außen. Der Bottas. Sehr gute Zeit. Verstappen hat direkt nachgelegt. Kleiner Holländer. Die Kurve war dafür gut. Ich glaube, wir sind besser als im Training, oder? Moment. Ich kann auch eine Runde fahren. Was soll denn das hier? Ich habe doch nur Blitzqualifying eingestellt. Okay. Ich wollte doch noch eine Runde fahren. Wieso habe ich jetzt hier noch ein längeres Qualifying? Was soll denn das? Naja. Ich will die Runde zu Ende fahren und die Box fahren. Dann das beenden. Ich könnte auch sicherlich mehr rausholen, das ist klar, aber ich wollte eine Runde Qualifying haben, das Qualifying, aber da bleibt es auch. Da wird auf dem 8. noch. Ja, noch Top 10, ne? Nix Regen. Wäre richtig geil, ne? So schön strömender Regen. Das wäre richtig super. Oh, das war aber knapp. Das war richtig knapp gerade. Ja, ist mir egal. Und das fällt von hinten auf, würde ich mal sagen. Hamilton. Eine 1,32,4. Boxeneinfahrt. So. Computer übernimmt für mich. Sehr schön. Naja. 1,37,3. Ich glaube, wir sind im Training sogar in 1,36er Zeit gefahren. Ich bin nicht ganz irre. Ich meine, ist ja schon lange her. Was sind vielleicht 10 Minuten? Wenn überhaupt. Naja. Ich bin, glaube ich, mit Controller keine Zeit unter 1,40 gefahren. Ist auch schon mal was. So, dann gehen wir mal zum Laptop. Was macht denn die Leute? Ich will ein Rennen fahren. Ja.
Alles schon reinstecken. Session Info. Ja. Halt doch mal die Gusche. Genau. Qualifying. Beenden. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Hamilton und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja gut. Das wäre jetzt vielleicht nicht so erfolgreich. Ich bin immer noch 1,7 Sekunden zum 21. Das ist in der beste gefahren nochmal. Was ist eine 1,32 oder 1,31er Zeit? Sogar noch eine 1,31er ist der Vettel gefahren. Der Vettel ist schon wieder. Hat er nicht den richtigen Vettel gemacht. Auf dem letzten Platz, das ist natürlich nicht gut. Ich glaube, es liegt auch außerdem daran, dass wir auch die Strafe haben. Die Grid-Strafe, 5 Plätze. Ist auch nicht so gut. Naja. Haben wir wenigstens hinter uns keinen, der uns reinfahren kann. Dafür habe ich viele vor mir, der mir reinfahren kann, wenn man das so sagt. Naja, dann sehen wir das Rennen in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.